Hallo ihr Lieben, ja, ich muss gestehen, ich habe ein klein bisschen Angst vor dieser Review. Erstmal frohe Weihnachten. Ich glaube, ich habe es im letzten Video schon gesagt, aber ich finde, man kann das nicht genug sagen. Weihnachten war ja quasi gerade erst, gut, vor fast einer Woche. Insofern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Das ist Knusper, Knusper, Knäuschen. Das war vor 2 Jahren die Sonderedition von Ben & Jerry's, so kurz vor Weihnachten im Herbst. Und es ist eine Creamy Caramel Ice Cream with Lebkuchengewürz, Cookie Pieces and Chocolatey Chunks. Also eine, ich finde es so geil, wie dieses Denglisch hier durchkommt, eine cremige Karamell-Eiscreme mit Lebkuchengewürz, Keksen, Keksstückchen und schokoladigen Stückchen. Wir haben also keine Soße und ich weiß noch, dass mir das damals ein bisschen, oder dass mich das damals ein bisschen genervt hat, so viel weiß ich noch. Was ist genervt, aber ich habe es immer gerne, wenn man auch noch ein bisschen was Saftiges hat, wie eben so eine Soße. Und ihr seht hier auch schon auf dem Bild, dass das diese Lebkuchenstückchen hier sind und dass diese Schokostückchen und Karamell hier, Knusper, Knusper, Knäuschen, also ja, quasi ein Lebkuchenhaus als Eis. Ich glaube, es war auch ganz gut, es war aber definitiv nicht meine Lieblingssorte und ich glaube, ich habe sie auch nur 2-mal nachgekauft und das ist eins davon. Und tatsächlich, warum ich eben gesagt habe, ich habe Angst, schaut mal hier, 2020 ist das Ding abgelaufen. Was haben wir heute? Na, man sieht es nicht, aber 12. 2020, also 10 Monate abgelaufen, vielleicht seit 9, je nachdem wie man das sieht. Es war aber in einer ununterbrochenen Kühlkette quasi im Gefrierfach, deswegen, wir werden mal sehen. Es wird auf jeden Fall die Konsistenz gelitten haben, da bin ich mir eigentlich 100% sicher. Das ist eigentlich das Einzige, was passiert, wenn man Eis zu lange aufhebt, dass es irgendwie schlecht wird oder so, ist ganz, ganz selten. Ich weiß, einige von euch haben eine andere Erfahrung gemacht, also ich weiß nicht, wie hat sich das denn geäußert? Also schreibt es gerne mal drunter. Ich hatte es bisher aber noch nicht, also toi, 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 mal schauen, wie es heute wird. Ich finde das Design super, super, super süß und wie gesagt, dieses Denglisch ist halt voll mein Lifestyle gerade, deswegen finde ich es auch total cool. Und Lebkuchenhäuser habe ich als Kind total gerne gemacht, selten zum Essen, es geht wahrscheinlich allen so, sondern eher zum Machen. Aber schaut euch auch mal diese süßen Lebkuchenmännchen hier an, das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Ich habe das auch schon mal reviewed, also die erste Review mit der quasi Originalreaktion darauf verlinke ich euch mal drunter. Wir schauen aber trotzdem nochmal kurz auf den Spruch und Zutaten und so weiter und so fort. Zuerst mal der Spruch. Auf Deutsch. Es war einmal ein Lebkuchenhäuschen, dessen warme Gewürze sich märchenhaft auf deinem Gaumen entfalten. Doch das ist nicht alles, was es über unsere neueste Eiscremesorte zu sagen gibt. Getreu unseren bescheidenen Anfängen bemühen wir von Ben & Jerry's uns, andere dabei zu unterstützen, ihre eigene Reise in die Unternehmerwelt anzutreten. Wollt ihr mich unterstützen? Nein, sorry. Deshalb fließt ein Teil der Erlöse von Knusper, Knusper, Knäuschen an die Teilnehmer der Ben & Jerry's Ice Academy, ein Projekt, das Entrepreneuren, die als Geflüchtete zu uns gekommen sind, den Weg in die Selbstständigkeit ebnen soll. Du willst mehr erfahren? Such einfach nach der Ben & Jerry's Ice Academy. Achso, ja, das ist natürlich viel cooler, Flüchtlinge zu unterstützen. Also ihr seht, auch vom Thema her, es ist schon, ich will nicht sagen, es ist kein Thema mehr, aber politisch, Ben & Jerry's engagiert sich immer sehr politisch. Ist das schon ein paar Jährchen alt, das Eis, und ich weiß nicht, war es sogar vor 3 Jahren, nee, ich glaube vor 2 Jahren. Gab es auch nicht so lange tatsächlich, nur über diese Weihnachtssaison. Wir haben hier 427 Gramm auf 500 Milliliter. Es sollte also ungefähr 451 mit Becher wiegen. Und wir haben noch 500 Milliliter. Da seht ihr auch, dass es alt ist. Die neuen haben ja nur noch 460, 70, keine Ahnung. Und es wiegt genau so viel, wie es soll. Das ist natürlich fancy. Ist es nicht fancy, ist es cool. Entschuldigt. Ich weiß auch nicht, ob ich mal solche dummen Dinger fahren lassen. So, ansonsten gucken wir nochmal auf die Nährwerte. Wir haben 100 auf 100 Gramm, lese ich sie mal vor, 233 Gramm, das ist sehr niedrig für Ben & Jerry's. 18 Gramm Fett, davon 13 gesättigte Fettsäuren, 27 Kohlenhydrate, davon 25 Zucker und 3,9 Eiweiß, das ist ganz normal. Und mal schauen, wie die Zusammensetzung ist, das weiß ich nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall diese Karamell-Eiscreme, 9% Lebkuchenkeksstückchen und 6% Schokostückchen. Naja, 15% mixen ist halt auch nicht das höchste der Gefühle bei Ben & Jerry's, würde ich sagen. Und jetzt würde ich sagen, hör's auf. Achso, lasst mich mal ganz kurz wissen, ob ihr auch noch so ein paar Eisschätze im Gefrierfach habt. Ich habe nämlich tatsächlich auch noch ein paar. Cinnamon Buns, One Sweet World und Water Lodger. Das sind ja alle Sorten, die es nicht mehr gibt. Und diese Sorte. Also 4 Eisschätze habe ich noch. Wie sieht es bei euch aus? Lasst mich mal wissen. Ich weiß noch, ich hatte SOS, also Safe or Swear, damals so lange aufgehoben. Und naja, das habe ich dann ein bisschen bereut, weil der Marshmallow Swirl bei Ben & Jerry's, wenn man es zu lange aufhebt, der löst sich irgendwann ins Nichts auf. Naja, also, wir machen es jetzt mal auf. Das ist halt immer der spannendste Moment. Okay.
Also, ich weiß nicht, sieht echt nach gut aus für ein abgelaufenes Eis. Ich sehe nicht allzu viele Eiskristalle. Vielleicht da so minimal. Aber super eigentlich. Voll gut. Ja, so am Rand ganz bisschen. Ja, so am Rand ganz bisschen, aber wirklich nicht doll. Die Farbe ist echt ziemlich hell. Ist gar nicht so karamellig irgendwie. Man sieht die Schokostückchen und die Karamell. Die Lebkuchenstückchen, entschuldigt. Ah, ich erinnere mich. Die waren auch mit so einer Fettglasur außenrum. Dass die irgendwie crunchy bleiben. Ich weiß nicht, ob das beim abgelaufenen Eis jetzt immer noch crunchy bleibt. Und die waren auch nicht ganz crunchy. Aber so war das auch damals bei Speculoos Cookie Core, wenn ihr euch erinnert. Die Sorte, genauso wie Atta Peanut Butter Clutter und eben Waterlotter vermisse ich so sehr. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich warte noch kurz mit Antauen, dann probieren wir es. So, das reicht mir jetzt mit Antauen. Das taut doch ganz, sieht echt noch cremig aus. Also die Basis schmeckt tatsächlich nicht nur nach Karamell, sondern schmeckt Lebkuchen richtig raus. Und ich frage mich so ein bisschen, ob das ist, weil die einfach schon so lange drin eingeweicht sind. Keine Ahnung, also vielleicht, weil ich dachte, ich weiß nicht, es hat auf jeden Fall lebkuchig geschmeckt, das weiß ich noch. Aber ich dachte, die Basis war wirklich eher Karamell. Das ist ja eigentlich nicht meine Liebste bei Ben & Jerry's. Jetzt mal hier so ein Lebkuchenstück. Okay, ihr seht, da ist diese weiße Schicht drumherum, das ist halt wirklich Fett. Und Zuckerguss vielleicht. Vielleicht gar nicht nur Fett, schmeckt wirklich wie glasierte Lebkuchen. Voll gut. Krass. Nee, geschmacklich richtig top. Es ist nicht mehr ganz so cremig, aber es ist auch noch nicht mehlig grisselig, wie manche abgelaufene Sorten sind. Also es ist echt noch relativ ordentlich, würde ich sagen. Das sind einfach die typischen Ben & Jerry's Schokostückchen. Ja, also ich weiß nicht, diese Schokostückchen passen einfach nicht. Ich keine Ahnung, ob sie es wieder reingemacht haben, weil es ein günstiges Mix drin ist. Wahrscheinlich, ich finde ein Swirl hätte viel besser reingepasst, ein Karamell-Swirl oder auch ein Lebkuchen-Swirl, keine Ahnung, Spekulatius-Swirl. Aber das Schoko passt halt einfach nicht. Man hat eh nicht so wirklich Schoko an einem Lebkuchenhaus, also verstehe ich nicht. Passt für mich nicht ins Konzept. Auch wenn es ein schöner Crunch ist, aber keine Ahnung, irgendeiner anderen Sorte gerne. Würde auch jetzt nochmal sagen, dass ich sie nicht nochmal holen würde, deswegen bin ich auch nicht allzu traurig, dass sie nicht mehr im Sortiment ist. Lasst mich mal wissen, wie ihr die Sorte fandet und was ihr vielleicht stattdessen drin gemacht hättet, weil ich bin ja groß am Eis machen. Vielleicht mache ich es einfach nochmal, diese Sorte, in besser. Keine Ahnung, nur so eine Idee. Also lasst mich mal wissen und gebt gerne wie immer ein Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!